Hallo und herzlich willkommen. Darf euch und Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Hansa-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. 1:0 der Endstand für die Gäste. Frank Schmidt, der Gästetrainer, herzlichen Glückwunsch. Und natürlich Ihr erstes Statement. Ja, hallo zusammen. Eine erste Halbzeit ganz nach unserem Geschmack. Nicht, weil es eine Halbzeit war, wo fußballerisch große Leckerbissen dabei waren. Es war eher überschaubar, aber wir wollten gut stehen. Diesen Anfangsdruck, den Rostock jetzt auch gerade gegen Brøndby gezeigt hat, rausnehmen, ist uns gut gelungen. Beide Mannschaften haben den Spielaufbau zugestellt. Viele lange Bälle, zweite Bälle. Da waren wir sehr gut drauf eingestellt. Von der ersten Minute, gerade John hat Pademajka herausragend verteidigt für mich, bis auf eine Situation, wo er zum Kopfball kommt. Ich glaube, das war sehr wichtig, bei diesen langen Bällen das gut zu machen. So haben wir uns auch aufgestellt heute. Vielleicht ein, zwei Abschlüsse mehr aus eigenen Ballverlusten von uns, aber die große Gefahr konnten wir verhindern. Hatten eine Chance kurz vor der Halbzeit durch Tim Kleindienst und es war tatsächlich unser Plan. Wir waren relativ linkslastig. Wir wollten in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr über Beste und Busch kommen. Ich glaube, nach der Halbzeit dann unsere beste Phase. Gleiches Muster auch, 3-4 Mal über die rechte Seite. Ein schönes Tor, die Überzahl gut verlagert nach draußen. Perfekte Flanke auf den zweiten Pfosten. Und Bomber macht den Ball gut rein ins lange Eck. Ich glaube, in der Phase können wir es 2-0 machen. Haben wir ein, zwei gute Möglichkeiten gehabt. Immer wieder das Spiel in die Breite gezogen mit guten Aktionen über den Flügel. Und eigentlich erst, als Jens dann umgestellt hat, da war unsere Phase, wo wir ein bisschen Probleme gehabt haben, nicht mehr den Zugriff gehabt haben. 10 Minuten, ein, zwei Chancen, wo auch wir überstehen mussten. Aber insgesamt finde ich über 90 Minuten aufgrund unserer Defensivleistung und eben des goldenen Tores heute kein unverdienter Sieg für uns heute. Und deswegen bin ich mega happy, weil wir haben wirklich nicht gewusst, was erwartet uns. Genau wie in den letzten zwei Vorbereitungsspiele verloren. Mit welchem Selbstbewusstsein sind wir auf dem Platz? Aber die Mannschaft hat es richtig gut gemacht bei einer schweren Aufgabe am ersten Spieltag auswärts bei Hansa Rostock. Und deswegen, ja, die ersten 3 Punkte sind im Sack. Und deswegen Kompliment an meine Mannschaft und Jens, natürlich alles Gute für die nächsten Spiele. Vielen Dank. Dein Fazit. Ja, ganz kann ich nicht so mitgehen. Ich denke schon, dass wir, wenn ich mir jetzt so die Chancen angucke, auch in der ersten Halbzeit eigentlich schon ein paar richtig gute hatten, die wir einfach nicht gut ausgespielt haben, wo wir durch waren, wo wir eigentlich schon in die Situation reingekommen sind, wo wir reinkommen wollten. Wir haben auch beim Standard, glaube ich, Luki Fröde klar zum Kopfball gekommen, den der Müller hält, wo es halt relativ auf den Mann gegangen ist. Und hinten haben wir wenig zugelassen. Es war natürlich schon das umkämpfte Spiel, es war nicklig, es hat viele Zweikämpfe gegeben, es war, glaube ich, auch kein richtig schöner Fußball, aber ich denke, wir hatten einen Tick mehr davon, so die letzten 10 Minuten. In der ersten Halbzeit haben wir dann nicht so gefallen, da gingen fast alle 50-50 Bälle an Heidenheim und in der Phase hatten sie dann auch die Chance vom Kleindienst. Und raus sind wir halt auch nicht gut gekommen, das muss man sagen, dass wir dann ein bisschen, ja, die ganze Aktion, die zu dem Tor führt, da waren wir halt schläfrig, da waren wir nicht so konzentriert im Verteidigen und dann sind wir trotzdem dran und Nico verpasst dann so ein bisschen, der Schimmer geht ihm dann im Rücken weg. Und dann hat man natürlich ein bisschen zu tun, auch mit dem Rückstand, den zu verarbeiten. Ich glaube, dann die Wechsel haben gut getan, da haben wir nochmal frischen Wind reingebracht hatten. Ja, dass man sich schon auch nochmal zwei, drei richtig gute Chancen und dann auch eine Reihe von Möglichkeiten, wo man dann sagen muss, dann hat Heidenheim wirklich auch richtig gut verteidigt. Sagen wir so, es waren viele Flanken, die knapp waren, die angekommen wären, wo sie dann irgendwo doch einen Kopf dazwischen hatten, wo sie halt in der Box dann immer irgendwie noch dazwischen waren, den Körper reingebracht haben, einen Abpraller. Dann, ja, der Ball, der da durchkam, dann sind sie auch nachgelaufen, da waren sie scharf und dann haben sie sich dann diesen Sieg dann am Ende mit allem, was sie hatten, haben sie den sich dann halt gekrallt. Und klar, das wussten wir, dass es, wenn du dann mal hinten liegst an so einem Tag, dass es dann eben schwer wird. Aber wie gesagt, so mit der Leistung grundsätzlich kann ich jetzt nicht unzufrieden sein, obwohl richtig zufrieden sind wir auch nicht. Das ist natürlich klar, wenn dann dir so ein Spieler, ein wichtiger Spieler, der das halt gut gemacht hat, dann schon auch nach 20 Minuten das dann rausnehmen musst, dann eigentlich ist dann schon eine Viertelstunde schon auch nicht ganz rund gelaufen. Das war halt ein bisschen schade, weil Sebastian mit seinen Bällen in die Tiefe, der hätte uns dann natürlich mit seiner Genauigkeit dann sicherlich gut getan, aber es ist, wie es ist. Wir müssen uns jetzt schütteln. Nächste Woche nach Hamburg wird ja dann auch nicht einfacher. Aber wie gesagt, wir können auch ein paar positive Sachen aus dem Spiel mit rausziehen. Und die geht es dann halt, die negativen Sachen abzuschütteln und die positiven behalten. Und dann schauen wir mal, was nächste Woche rauskommt. Frank, euch eine gute Rückreise. Viel Erfolg in der Saison. Vielen Dank. Dankeschön.
eure und ihre Fragen. Wenn es dann eine gibt, genügt wie immer ein Handzeichen. Tommy Bastian von NNN. Ja, hallo Herr Hertel. Sie haben es angesprochen schon, Sebastian Till. Können Sie schon was sagen zu ihm? Wie sieht es da aus? Der Fuß war ja dick bandagiert. Ja, er wollte ja dann weiterspielen, hat sich den Fuß tapen lassen, aber es ist halt nicht besser geworden und er ist halt zugelaufen schon. Also das ist ja kein gutes Zeichen, also wird es schon irgendwie eine Bandverletzung sein. Aber da müssen wir mal genauere Untersuchungen noch abwarten. Christian Lösch. Ach so, war auch die gleiche Frage. Tommy. Ja, dann zum Spiel, vielleicht an beide Trainer. Vielleicht frage ich mal mit Herrn Schmidt an. Tim Kleindienst kam heute sehr viel über die linke Seite. War das ganz bewusster Schachzug gegen Nico Neidhardt, der dann doch deutlich kleiner war? Und vielleicht auch zu Herrn Hertel. Hat Sie das ein bisschen überrascht, dass die Aufstellung der Heidenheimer? Also bewusst haben wir das diesmal so gemacht. Das ist natürlich nicht seine Position, wo er am allerbesten aufgehoben ist, aber es ist der erste Spieltag. Wir wussten auch um die Einwürfe und da wollte ich einfach, hat auch mit zu tun gehabt, kürzere Wege in den eigenen 16er. Natürlich dann auch als Zielspieler lange Bälle, weil wir wussten, das haben wir im Video gesehen, dass zumindest am Anfang die Rostocker in den Testspielen auch hoch gepresst haben, dass wir dann ja einfach auch einen Spieler haben, wenn wir uns schnell lösen mit langen Bällen, dass wir da ja auch Präsenz haben, aber eben auch Stefan Schimmer, der ja so ein typischer Stürmerspiel heute gehabt hat, vielleicht gar nicht so gut im Spiel drin war, aber dann, wenn er gebraucht wird, dann eben da ist bei der Flanke. Aber sie haben dann auch immer wieder gewechselt und da muss ich echt sagen, der Tim, der hat nicht gefragt, warum, sondern der hat gesagt, okay, das mache ich, ich reibe mich da heute auf, auch wenn ich weitere Wege habe in den 16er. Und von daher, glaube ich, war das wichtig für uns, da nochmal zusätzliche Präsenz zu haben. Also so erwartet haben wir es nicht, aber aufgrund der Dreierkette und dass wir dann Ryan auf der rechten Seite hatten, waren das kein Problem. Also ich denke, Ryan hat das gut gemacht gegen Tim Kleindienst. Also er hat schon noch ein paar Bälle gewonnen und es waren viele 50-50 Bälle. Also Tim Kleindienst, ich glaube, im Kopfballspiel ist das Champions League. Da gibt es auch in der Bundesliga nicht so viele, die ein besseres Kopfballspiel haben. Und deswegen fand ich, dass es Ryan trotzdem ordentlich gemacht hat und wir eigentlich aus den Situationen keine Gefahr zugelassen haben. Also die zweiten Bälle haben wir gut abgesichert. Deswegen, dass es dann so kommt. Aber es war eine Idee und am Ende des Tages hat Frank das Spiel gewonnen und dann ist auch alles richtig. Adrian Wittwer von der Bild-Zeitung. Zwei Fragen an Herrn Hertel. Erstens, sehen Sie ein paar Parallelen zum Auftakt der vorigen Saison gegen Karlsruhe? Und die zweite Frage, was nervt und ärgert Sie eigentlich mehr, dass es wieder eine Niederlage im Stadion zu Hause gab oder dass es kein Erfolgserlebnis vor den schweren folgenden Wochen gibt? Erstmal ist jedes Spiel schwer. So. Und wir wollten hier natürlich zu Hause vor wieder einem fantastischen Publikum, was uns brutal unterstützt hat, natürlich gerne den Dreier holen. Und die Möglichkeiten waren da. Ich glaube, es wird ein anderes Spiel, wenn wir eine von den Situationen in der ersten Halbzeit reinmachen. Dann führst du, dann hast du Rückenwind, dann gehen vielleicht noch ein paar Räume auf für uns. Deswegen ist es dann natürlich brutal ärgerlich, dass du kurz nach der Pause dann so ein Tor frisst, wo ich sage, das kann man auch besser verteidigen. Das darf so nicht passieren. Und am Ende musst du jeden Gegner nehmen, wie es kommt und auch die Ansetzung. Deswegen müssen wir uns kurz schütteln und schauen, dass wir unsere Performance dann halt noch besser auf den Platz kriegen. Und das ist dann das A und O, wo wir jetzt auch dran arbeiten müssen. Niederlagen nerven extrem, mich auch und ich glaube die Leute hier auch und gerade zu Hause. Das ist schon ein Stachel im Fleisch, aber den müssen wir irgendwann ziehen. Karlsruhe? Ja, natürlich kann man da ein paar parallel ziehen. Also wir waren dann auch gut im Spiel, haben auch unsere Möglichkeiten nicht genutzt und Karlsruhe hat zugeschlagen und heute war es halt ähnlich. Ja, das war ja eigentlich nur eine Phase, wo Sie eigentlich gar nicht so im Spiel waren, aus meiner Sicht jedenfalls. Das war die nach dem Rückstand. Ist das dann einfach so ein Schock, dass die Mannschaft dann ja den Spielfaden so ein bisschen verliert oder woran hat es gelegen, dass Sie dann ja, vor 10 Minuten bis zu ihrer Umstellung dann eigentlich gar nicht mehr so richtig reingefunden haben. Ja, das ist ja immer ein Spruch von uns, dann Tore verändern Spieler. Die machen was im Kopf mit dem Spielern und da war es dann halt notwendig, dass wir ein bisschen frische Energie von der Bank bringen und auch nochmal so eine andere Idee nochmal auf dem Platz hatten, auch nochmal mit der Umstellung dann auf Viererkette. Und
Ich glaube, das war dann auch gut. Aber so eine Phasen, ja, die gibt es mal, aber die müssen wir natürlich auch minimieren. Also so ein Tor darf uns nicht aus der Bahn werfen. Wir müssen halt weiter unser Spiel dann halt versuchen, eben durchzudrücken, gerade hier zu Hause.